Kannst einfach mal kaputt gehen, dankeschön. Also wir sind auf jeden Fall clever beim Nachladen jetzt nicht unbedingt außerhalb der Deckung zu sein. Ich hab nur das Timing nicht so ganz raus, wie lange wir immer zum Nachladen brauchen. Alter, Vater! Entschuldigung. Ihr habt von zwei Streifenwagen gesprochen. Ist aber bestimmt für den Sam auch richtig geil, ne? Wenn eh schon so im Arsch ist, ne? Dass hier so ein bisschen eine etwas holprigere Fahrt stattfindet. So, nachladen. Ach, das da oben ist unsere Energie, ne? Von unserem LKW. Ah so. Dumm. Ist gleich hier vom Panzerwagen. Ja! Warte, den einen müsst ihr jetzt erwischt haben. Komm. Der Truck kriegt viel zu viel ab! Na Quatsch! Oli, wir müssen hier weg! So, okay. Zwei sind's, glaube ich, noch. Die Pistole wird jetzt nicht kaputt machen, den Truck. Oh Gott, noch einer, ich werd nicht mehr. Nicht zu vergessen natürlich, genau, der Panzerwagen. Uiuiuiui, mein LKW ist jetzt nicht mehr so gut im Schuss. Ja! Ah. Okay, jetzt kommen sie den Schießschaden. Ach du Scheiße, okay, wie? Nein? Nein? Ich versuch's ja. Yes! Okay, wir sind da. Tom, du trägst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam! Geschafft. Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon drei. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben einen Verletzten. Gut, bring ihn rein. Okay, danke. Okay, ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Okay. Hey. Du hast dich gut geschlagen.
So, fahre zu Sarahs Wohnung. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich die Möglichkeit habe, bei Lucas Bertone vorbeizuschneiden. Oder kann ich die nicht mehr machen, weil ich die irgendwie schon mal gemacht habe, wegen, ich überlege gerade, ich habe natürlich den Speicherstand geladen, ne? Das Schlimme ist, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob es hier Lucas Bertone-Mission gab. Das ist echt ein Problem. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dadurch, dass ich jetzt schon die ganzen Autos und sowas freigeschaltet habe, dass ich dazu einfach keine Möglichkeit mehr habe. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich unten zwei Navigationssysteme so gesehen hatte. So von wegen, entweder fahr zu Sarahs Wohnung oder schau nochmal vor bei Lucas Bertone vorbei. Aber ich kann mich auch komplett täuschen. Also zumindest im Original war es halt genau so, ne, dass man dann gesagt hat, okay, Mission ist jetzt vorbei, entweder kannst du jetzt Feierabend machen oder ne, suchst du nochmal ein bisschen was für nebenbei. Weil Lucas hat was für dich zu tun. So. Gucken wir nur auf den Tacho. Ja, ich sag mal, zu Sarahs Wohnung können wir auf jeden Fall eben noch fahren. Das wird wahrscheinlich keine Viertelstunde dauern, die nächsten Sequenzen. Bla bla, ich will Musik hören. Auf jeden Fall tut's, also wenn das so sein sollte, ne, dass ich euch die jetzt nicht mehr zeigen kann, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, beziehungsweise durchgespielt habe und den Speicherstand noch auf der Festplatte habe, dann tut's mir wirklich leid. Eventuell hole ich den vielleicht tatsächlich immer nochmal nach. Oh, gediegene Clubmusik, ne? Also nicht so eine Clubmusik, aber eher so eine verrauchte Clubmusik. Wie man so sich das halt vorstellt, aus einem Film. Weg. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. Was habe ich für eine Hupe? Oh ne, ich hab schon eine normale Hupe. Nicht so eine Krechtshupe. Aber auch so, einfach jetzt hier lang zu fahren, ne, bei dem useligen Wetter in der Nacht, finde ich total gut. Schön mit der Musik. Aber ich habe mich gefragt, unsere Karre hat einen Scheibenwischer. Der LKW, hatte der einen Scheibenwischer gehabt? Ich habe ihn zumindest nicht gesehen, aber es kann auch sein, dass es genauso wie hier, dass die oben an der Scheibe hängen und nicht unten. So. Ui. Weiß ich, gehe euch zwar vielleicht schon ein bisschen im Let's Play damit auf den Sack, dass ich die ganze Zeit immer vom Original spreche, aber ich finde, gerade so bei so Remakes, Remaster-Gedöns, mache ich immer gern halt so ein, oder ziehe ich dann gerne auch immer so Vergleiche. Und das mache ich jetzt auch wieder, denn die Charakterentwicklung von den einzelnen Leuten und vor allem auch die Beziehung innerhalb oder zwischen den Charakteren ist hier viel, viel mehr im Vordergrund als im Original. Beim Original, also wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel von Sarah gehört, nachdem wir die dann damals da einmal nach Hause gebracht haben. Es hat immer nur noch in Gesprächen aufgetaucht. Und das hier, dass wir jetzt zu Sarahs Wohnung fahren, behaupte ich mal, gab es im Original auch nicht. Und ja, wir haben halt zu den verschiedenen Leuten, zu verschiedenen Charakteren eine ganz andere Bindung. Zum Beispiel zu Ralphie. Wir haben immer nur eigentlich mit dem kurz gequatscht, beziehungsweise wir sind immer zu ihm hingegangen. Der hat uns gezeigt, wie ein Auto geknackt worden ist, hat dann seine 3,5 Sätze gesprochen und das war's dann. Und hier im Remake merkt man halt schon, dass Tommy eigentlich sehr nett zu ihm ist. Halt vielleicht auch, weil jeder auf den sonst immer rumhackt und so. Zu Sam haben wir auch ein gutes Verhältnis. Aber eher so ein weniger kumpelhaftes, sondern eher ein vertrauensbasiertes. Diese zu Pauli, wo es dann halt auch richtig kumpelhaft ist. Und Pauli war auch im Original auf jeden Fall eigentlich unsere Bezugsperson in der Familie. Und ja, Don Salieri ist ja bisher noch nicht so oft hier vorgekommen. Darf ich hier parken, oder? Ja, ne? Das ist bestimmt genehm. Ah, okay. Ach guck, mein geparktes Auto steht sogar, ist sogar unten am Radar zu erkennen. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Arbeit.
Heirate mich. Okay. Jo, und der romantischste Antrag, den ich auf jeden Fall in irgendeinem Medium gesehen habe. Schön. Aber auch das war im Original kein Bestandteil. Also das Verarbeiten des, ich nenne es mal, Alltagsgeschäfts in der Familie. So, ja, die Sequenz würde ich jetzt gerne noch sehen. Omerta. Oh, geht schon. Ah, okay, alles klar. Geht schon direkt damit jetzt weiter. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er hat bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Mein Anzug hat ein bisschen rumgeglitscht in der Sequenz, aber egal. Ne gut, ja, nächstes Kapitel, Omerta. Und ja, ab hier, also ich sag mal, bis hierhin konnte ich mich eigentlich auch noch relativ gut an die Reihenfolge der Mission erinnern. Ab hier wird es ein bisschen schleierhafter für mich. Also gut, wie diese Mission abgeht, weiß ich noch. Und da habe ich auch so lange für gebraucht, alter Vater im Original. Aber gut, mal gucken, wie es hier im Remake wird, ne? Aber eigentlich kommen wir ganz gut voran, wobei wir heute in der Aufnahme schon das erste Mal über ja tatsächliche Probleme gestolpert sind, ein paar Mal gestorben sind, abgeknallt worden sind. Aber dank des fairen ja, Checkpoint-Systems, was es hier gibt, ist es nicht ganz so schlimm wie im Original. Und ja, bin auf jeden Fall heiß darauf, weiter zu zocken, weil es kommt immer noch recht viel. Ne? Also ich schätze mal, wir sind jetzt so bei, ja, letztes Mal habe ich gesagt, glaube ich, bei einem Drittel des Spiels waren wir. Ich glaube, heute haben wir nicht so viel geschafft. Ich würde jetzt sagen, bei 40-45%. Weil also die Anzahl Missionen, die noch kommt, ist noch relativ zahlreich, aber ich glaube, nicht alle sind sehr lang. Aber gut, wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich freue mich auch schon nächste Woche darauf. Heiligabendaufnahme wird Mafia werden. Das ist so geil. Und ja, weil heute in einer Woche ist schon Heiligabend, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt. Und ja, ich glaube, von den Videos her dürfen wir uns jetzt mittlerweile im neuen Jahr befinden, ne? Deswegen darf ich noch sagen, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Gut, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Aufnahme. Wie gesagt, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Und ja, dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal hier wieder, wenn wir dann versuchen, ja, herauszufinden, wo Frank ist. Ich weiß natürlich schon, wo der ist, ne? Ist ja klar. Also bis dahin und tschüss.